Hi, ich bin die Anna. Hi, ich bin die Anna und bin privat eigentlich mehr so der natürliche, sportliche Typ. Außer bei Jobs natürlich, wenn es anders sein muss. Ich finde, dass Talk to Enemy ein super gutes Projekt ist, weil man halt sehr viele Videos reinstellen kann. Also man kann quasi filmen, was man möchte, auch wenn es natürlich vorgegebene Themen gibt. Aber mir persönlich, ich finde es halt ganz cool, wenn man die Leute dahin mitnehmen kann, wo man vielleicht nicht jeden Tag hinkommt. Und bisschen unterstützt hat es halt, dass ich einem Freund ein Video gezeigt habe, wo ich geflogen bin, und er ist noch nie geflogen und er saß dann so vom Bildschirm, hat dann geguckt und ist dann so nach oben gegangen und hat gesagt, bei den Wolken, so sieht das aus, krass. Und das fand ich so cool, diese Reaktion von ihm, dass ich mir gedacht habe, ich will es irgendwann schaffen, dass die Videos so gut sind, dass man sich das Video anguckt und wirklich das Gefühl hat, dabei zu sein mit dem Geschehen. Das finde ich cool an Talk to Enemy und natürlich auch, dass man Einblick in verschiedene Welten kriegt. Also in Arm und Reich natürlich, was unser Hauptthema ist, aber natürlich auch, wie andere Menschen leben, dass man sieht, dass alle Menschen mit Sicherheit irgendwo was super Cooles haben und dass man das vielleicht am Ende sogar vereinen kann und der ein oder andere den Weg zum anderen findet. Danke. 'Cholli'? Okay. So, ne, warte mal. Mit oder ohne? I don't see the house this way. Jetzt befinden wir uns am Strand von Malibu. Hinter mir ist das Haus von Charlie Sheen, wo er seine Folge Two and a Half Men dreht. Und wir gucken, ob die gleich am Set sind oder ob Charlie Sheen vielleicht da ist und mir erzählt, warum er eigentlich keine festen Beziehungen führen kann. Da ist schon wieder keine Zeit. Drückst du gerade irgendwo drauf? Ich bin doch da. Hallo, wir sind hier im Club in Berlin, im Felix. Hier ist meine liebe Assistentin. Die ist irgendwie zwei Köpfe kleiner als ich, deshalb. Jetzt haben wir was ganz Besonderes hier. Wir haben den Herrn Albert von Thurn und Taxis. Gibt es ja heutzutage nicht mehr so viele Prinzen und Fürsten und alles. So. Lieber Herr Bundespräsident, was würden Sie den Jugendlichen heutzutage empfehlen, dass sie mal so erfolgreich werden oder auch mal Bundespräsident werden können? Ich weiß gar nicht, ob so viele heute noch von den jungen Leuten Bundespräsident werden wollen. Das einige kann man schon. Nicht ohne weiteres unterstellen. You know what you have to hook her up with now? No, I don't. Bad Girls Club. Bad Girls if Club. If she's confrontational like that, this great. Might be a match made in television reality. Aber wenn ich schon mal hier bin, was soll's, dann gebe ich ihm gleich den Brief. Und wehe, du meldest dich nicht, mein Freund.